Hallo und herzlich willkommen bei Mickys und Mallorys Filmuniversum. Heute ist Tech-Alarm und zwar wurden wir in letzter Zeit mehr als einmal getaggt. Genau genommen zweimal. Und in sehr, sehr, sehr letzter Zeit auch schon viermal. Aber darüber reden wir jetzt nicht. Wir haben nämlich erstmal die ersten zwei Tags im Anlauf. Denn wir haben uns gedacht, warum zwei Videos drehen? Wir können auch ein großes, langes, wahrscheinlich zweistündiges Video drehen. Das ist ja Leider Akku nicht. vollkommen ausreichend. Deswegen machen wir jetzt zwei Tags auf einmal für jeden, also für die, die diesen Tag hervorgerufen haben. Es tut uns leid, dass wir jetzt kein extra Video für jeden Tag machen. Also, ne, liebe Videohütte, das wird jetzt zusammen mit dem anderen auch noch zusammen beantwortet. Miteinander. Und zwar wurden wir bei folgenden Tags getaggt: dem Film-Sommer-Tag und dem Film-Community-Abschluss-Tag 2014, wo ich leider gerade nicht weiß, wer der Ursprungs-Tag-Beauftragte ist. Also, ich Okay, weiß, wir fun. wurden von Blu-ray Summer One getaggt, bei dem Film-Sommer-Tag und von The Bossy bei dem Abschluss-Tag. Aber, und Videohütte hat den Film-Sommer-Tag gemacht, das weiß ich noch, das habe ich mir noch mitbekommen. Aber den anderen weiß ich nicht. Das tut mir leid. Wenn wir dich abonniert haben und es jetzt nicht wissen, ist es doppelt peinlich. Aber gut. Schoki. Schoki. Wir machen Werbung. Hier, Milka. Als Entschuldigung, Schoki. Ach so, ja, Milka Schoki. An Entschuldigung. den, der den Abschlusstag Wir gemacht hat. essen den jetzt für dich, weil wir wissen ja nicht, wo wir es hinschicken müssen. Nein. Und was mir auch noch sehr am Herzen liegt, was ich gleich am Anfang einmal, nachdem ich dieses Stückchen Schokolade aufgegessen habe, geklärt haben möchte. Dieser wunderschöne Fernseher ist nicht zu klein, ja? Der ist genau richtig für unsere Wohnung. Und wenn wir die Wahl haben zwischen John Cena, Und Seth Rollins? dann sind wir klar Assignation Jo. Team Cena. Aber ich würde mich nicht als Cena-Fan bezeichnen. Nicht mit Bild. Als Wrestler ja weniger, aber so, wenn er so ist, wie er sich bei WWE gibt, dann als Mensch. Als Wrestler ist er mir manchmal zu schnell K.O. Also er ist so ein Bulle und nach einem Schlag liegt er da, als ob ihn gerade ein Zug überfahren hätte. Genau, das wollten wir jetzt mal einfach, wir wollten mal spontan einfach Und eine wenn man sich Frage. als Fan outen müsste, ich bin klar, Roman Reigns. Ja, ich liebe Ambrose. Ist ja im Prinzip auch Roman Reigns, Ja, weil sind ja das, Brüder. genau, Bruder, Brother. Oh! Deswegen wollte ich mal geklärt haben. So, und jetzt fangen wir Können wir an. ja regelmäßig mal machen, weil wir sind manchmal etwas faul beim Antworten. Es tut uns leid, wenn ihr Kommentare bei uns hinterlassen habt und wir nicht darauf geantwortet haben. Das liegt Uns einfach freut. nur daran, dass wir nicht wissen, was wir schreiben sollen. Manchmal wissen wir einfach wirklich nicht, was wir Wir schreiben sind sollen. Wir so sind. überwältigt von der. Naja. Ja. Jetzt fangen wir aber mal an, sonst. Naja, das möchte ich aber ganz kurz. Ja, aber der Das Akku möchte ich ist ja auch alle. geklärt haben. Ach, der ist nicht alle. 93 Minuten oder so steht da. Muss reichen. Können auch 83 sein, weil. Ich gucke nochmal ganz genau. 93 steht da. So. Also, fangen wir an. Film-Sommer-Tag. Damit fangen wir an. Warum auch immer. Ist halt so. Und deswegen ist es so. Zeig nochmal den Fuß. Heute lila. Oder pink oder sowas. Nee, lila. Lila. Leila. Purpurfarben. Purpur. Die purpurnen Socken, ne? So. Film-Sommer-Tag. Frage Nummer 1. Wie viele Filme, schon verkackt, siehst du? Wie viele Gleich nochmal Filme von vorne anfangen. besitzt du? Wir müssen das Video abbrechen an dieser Stelle und fangen wir von vorne an. Bis gleich. Hallo! Nummer 1. Wie viele Filme besitzt du? Was stand da? 465 auf 540 Medien. Wahrscheinlich, ne? Also es könnten auch mehr sein, Ja, weil es es sind ein fehlen ein paar paar. mehr, weil nicht alle stehen in der OFDB schon drin. Das ist Also sagen gut. wir mal rund 470. Rund 470 Euro. Kommt bei Gar mir nicht in so etwa, viel. ist bei mir in etwa genauso. Gar nicht so viele. Ich habe 893 Filme und Serien und das verteilt sich auf 1060 Medien. Also ich habe relativ viele Serien. Ich nicht so viel. Und deswegen so viele. Also deswegen habe ich 1060, im Prinzip 1060 Medien. Editionen, wenn man so will. Medieneditionen. Wie auch immer. Auch da ist die Zahl ein bisschen nach oben zu korrigieren, weil ein paar Sachen Also es sind fehlen. eigentlich 1000 Filme, Es sind eigentlich 1000 aber Filme. Nein, ich würde es ungefähr auf 107. 900 Filme und Serien
hochrunden, weil ich weiß, dass gerade ein paar alte Editions, ältere Editions, wie auch immer, die habe ich nicht eingetragen. Jetzt mittlerweile trage ich das ein, auch wenn das vielleicht nicht die richtige ist. So wie jetzt zum Beispiel bei Piranha, da war das falsche Cover eingegeben. Früher hätte ich es nicht eingetragen, jetzt habe ich einfach mal das andere Cover eingetragen und hoffe, dass mein irgendwann dann auch mal auftaucht, aber da fehlen auf jeden Fall welche. Deswegen 900 Filme und wir können ja auch mal ein bisschen springen. Ach so, da ist der Titel, genau. Diese Frage wurde natürlich auch beim Film-Community-Abschluss-Tag gefragt. Und da wird natürlich auch mal konkret auf Filme und Serien eingegangen, aber das kann ich jetzt an dieser Stelle nicht beantworten. Also, und da wird auch gefragt, mit wie vielen Jahren hast du angefangen zu sammeln? Ja, das ist hier auch die Frage. Ach so, genau. Das ist jetzt nicht komplett springen. Nein, das ist ja in derselben Frage. Also, mit wie vielen Jahren hast du angefangen und wie viele Filme? Genau, das wäre jetzt auch gleichzeitig Frage 2 hier. Seit wann sammelst du? Ich würde sagen, seit 2003 in etwa. Ich überlege. Ich glaube, da habe ich. Also, ich weiß. 2002, 2003 habe ich mir meinen DVD-Player gekauft und da habe ich angefangen zu sammeln. Aber da war es noch nicht so wie jetzt. Also, ich weiß, ich habe als Kind schon Kaufvideos besessen, aber die habe ich eher geschenkt bekommen als wirklich gesammelt. Ich auch, aber. Habe ich mir irgendwann mal selber zwei Kaufvideos geholt. Als ich ein bisschen älter war, ich glaube so mit 10. Nee, nicht mit 10, mit 13, 14, 15, 16 so, also seit ungefähr 14 Jahren. Wie gesagt, seit 2002, seit 2003. Seit 2001, so unregelmäßig, richtig konkret erst so die letzten 5 Jahre. Seit September 2013, seitdem wir den YouTube-Kanal haben. Nein, schon davor, aber waren wir 2013? Ich glaube 2013 haben wir angefangen. Da haben wir auf jeden Fall einen Blu-ray-Player gehabt. Ja, irgendwie so in dem Dreh haben wir angefangen und seitdem sammeln wir exzessiv, kann man so sagen. Aber davor auch schon. Also ich kaufe mir jetzt eher einen Film als zum Beispiel eine CD. Das war vorher andersrum. Mhm. Da habe ich mir eher eine CD als einen Film gekauft. Genau. Also wir sammeln schon ein paar Jahre, aber ein genaues Datum oder eine genaue Zeit kann ich jetzt nicht sagen. Weil mit dem DVD-Player habe ich ja angefangen. Also ich muss 16 gewesen sein, weil ich weiß, meine erste DVD war Pulp Fiction. Meine erste DVD war X-Men 1.5, so eine Special Edition. Die habe ich mir gleich zum Blu-ray-Player gekauft. Aber du hast deine wenigstens noch. Ich habe meine schon nicht mehr. Ich habe meine verschenkt und mir eine andere Edition davon gekauft. Ich habe sie noch, ja. Und damit fing es an. Aber wie gesagt, am Anfang war es noch sehr zurückhaltend. Da war das eher so ein Film durchschnittlich pro Monat, wenn überhaupt, ne? Und jetzt sind es ein Film durchschnittlich sagen, am Tag. Ich habe zwischen 14 und 16 angefangen, also seit 16 bis 14 Jahren. Genau. So in dem Dreh. Damit haben wir die Frage dann gleich mal beantwortet. Springen wir weiter beim Filmsammeltag auf Frage 3. Was war dein teuerster Film? Ja, OFDB sei Dank. Das war ja ohne wir, OFDB. Haben wir sogar, naja, ich hätte es jetzt nicht mehr so hundertprozentig gewusst, dass da jetzt zwei sogar mit bei sind. Du kannst gerne anfangen, denn du toppst selbst meine. Mein teuerster Film für 99 Euro, das Limited Unrated Edition Saw 3 Media Book aus, ich weiß gar nicht mehr bei welchem Shop bestellt, aber ich weiß, es war davor für 199 in dem Shop, danach ist es auf 299 gestiegen und ich habe es für 99 mitgenommen. Ist bekloppt, ich weiß. Inzwischen verscherbeln sie das Ding ja auch in der Unrated. Und mein zweiteuerster Film, die auch mal rein, ist die Battle Royale Box. Ja, eine Box ist aber nur ein Film. Habe ich mir gleich zu erscheinen gekauft für 60 Euro und wusste ja nicht, dass das Ding irgendwann für 30 verscherbelt wird. Was übrigens eine Frechheit ist für diesen Film. So, mein und diese Edition. Mein teuerster Einzelfilm ist mit 4 Cent, ja, teurer als der zweite teuerste Einzelfilm. High Tension im Mediabook. Der hat mir 29,99 gekostet und der zweiteuerste Film, wie gesagt, 4 Cent billiger mit 29,95 Euro, mein allererster Blu-ray-Film überhaupt. Und dein allererstes Blu-ray-Steelbook. Und mein allererstes Blu-ray-Steelblock. Und das bevor du den Blu-ray-Player hattest. Wobei, Blu-ray-Film insofern, als dass ich jetzt so ein Cape Light Mediabook, was ich mir davor schon gekauft habe, wo ja auch eine Blu-ray drin ist, nicht als reine Blu-ray bezeichnen würde. Das ist eine reine Blu-ray, wo es jetzt keine DVD gibt halt, ne? Und deswegen genau. Mein erster Blu-ray-Film auch gleichzeitig wie Avengers in diesem schönen Steelbook, wie ich finde. Also, es sieht schon sehr schön aus. Und das habe ich mir sogar gekauft, bevor ich meinen Blu-ray-Player hatte.
Aber wusstest du das? Ich habe lange überlegt, ich wusste, dass ich ein Geschenk bekomme und ich wusste auch, den Film würde ich gerne so als ersten Film haben. Beziehungsweise es ist so ein Film, den ich mir auf jeden Fall kaufen will auf Blu-ray. Und ich wollte dieses Steelbook haben, weil ich das schon damals toll fand. Und es war gar nicht so einfach, das noch zu kriegen. Es war so das Letzte, was noch rumlag. Also es lag vorher zahlreich herum und dann, als man es kaufen wollte, war es auf einmal fast schon weg. Und deswegen habe ich dann doch zugegriffen, auch wenn es mir wehgetan hat zu dem Zeitpunkt. Weil High Tension kam erst später. Und damals habe ich noch nicht so viel Geld für einen Film ausgegeben. Das mache ich erst seit kurzem quasi. Daher, ja, mein zweiteuerster Film. Aber mein, also das, wofür ich am meisten Geld ausgegeben habe, auch wenn es mehrere Filme sind, und ich weiß, das ist nicht die Frage, aber ich möchte es gerne reinhalten, aber dafür habe ich am meisten Geld ausgegeben, das ist diese Saw Unrated Final Edition. Da muss ich kurz gucken, das waren 44 Euro. Also mehr habe ich bisher noch nicht für eine Edition, wenn man so will, für eine Edition ausgegeben. Ja, aber ich sehe, ich habe was noch nicht ist, kann noch werden. 44 ne? Euro. Aber das war auch nur ein Film, das ist die Inglourious Basterds Boss. Ja. Bei Amazon bestellt damals. Vorbestellt für 44 Euro. Und noch nicht mal die teuerste. Damals schon. Ja. Nee, aber ich. Also zumindest von den Sachen, wo ich weiß, wo ich bezahlt habe. Ich habe auch. Ich habe zwar hier auch einen Gesamtpreis auf meiner Liste bei UFDB, aber der stimmt hinten und vorne nicht, weil bei der Hälfte der Filme, als ich angefangen habe, das einzutragen. Das ist Jahre, nachdem ich angefangen habe zu sammeln und da weiß ich doch nicht mehr, was ich irgendwann mal für einen Film bezahlt habe. Also bei mir muss ich auch leider hochstocken, also das finde ich aber erschreckend, weil der Preis, der hier jetzt schon steht, ist irgendwie arg viel. Man darf eigentlich nicht raufgucken, aber ich habe es halt getan, ich sage es jetzt nicht an dieser Stelle, aber er ist vierstellig und das ist wahrscheinlich bei den meisten so der Fall und das ist erschreckend an dieser Geschichte, wie viel Geld man schon für dieses Hobby investiert hat. Aber gut. Aber das ist ja nicht die Frage. Ist nicht die Frage, deswegen beantworten wir es jetzt auch nicht. Sonst raubt uns noch jemand aus, wenn er weiß, was hier alle drin steht. Naja, sind heutzutage. Was ist das für ein Wert? Sind ja heutzutage nicht mehr ganz so viel wert, dass er das so schreibt. Ja, doch, manche sind sogar mehr wert als du. Ja, aber. Guck mal, hier Avengers zum Beispiel ist wahrscheinlich mehr als 30 Euro wert inzwischen. Ja, aber die meisten Sachen. Vielleicht so 32. Die habe ich teurer jetzt, habe ich teurer gekauft, als ich sie jetzt loswerden würde. Das ist halt so. Ist halt echt so. Aber gut, okay, machen wir weiter. Mit Frage 4 vom Filmsammler-Tag, genau. Hast du ein spezielles Sammelgebiet? Ja, Filme. Ja, nö. Ich glaube, spezielles Sammelgebiet ist ja auf Genre bezogen, ne? Kann sein, ja. Also ich sammle genau, ich würde jetzt auf Genre. Ich sag mal so, ich sammle die Filme, die mich interessieren. Egal welches Genre. Genau, es ist bei mir auch sehr umfangreich. Ich würde das gar nicht irgendwie auf irgendwas. Also es war eine Zeit lang Serien ganz allgemein betrachtet, aber. Bei mir war es eine Zeit lang Horrorfilme, aber. Sind's, ja, klar, ich habe immer so Phasen. Also mal habe ich dann Phasen, da kaufe ich mir ganz viel Horrorfilm. So, alles, was ich kriegen kann. Mal hast du Phasen, da kaufst du ganz viele Bollywood-Filme. Ja, nee. Das ist nicht eins. Das ist vielleicht eins, was ich dann nicht kaufst du dir ganz viele Mediabuchsen in der. Genau, ja, Phase. Sowas kaufe ich mir halt sehr gerne. Oder halt so Boxen, da gibt es ja auch so Phasen, meistens in Form um eine Filmbörse. Da kaufst du gerne Boxen. Wie viele Boxen du dir auf Filmbörsen gekauft hast? Ja, ich war früher gar nicht. Früher habe ich eigentlich nur reine Standards gekauft. Weil ich eigentlich der Meinung war, je billiger, desto besser. Also ich wollte nicht viel für den Film ausgeben. Ich habe viel gekauft, aber es musste möglichst billig sein, sage ich jetzt mal. Ne? Also für mehr als 5 Euro habe ich meistens keinen Film gekauft. Also sprich meistens auch wirklich Standards. Ganz selten habe ich dann mal beim Steelbook zugegriffen, wenn es mir gefallen hat. Das war dann aber auch mit 10 Euro gar nicht so teuer. Ne? Und aber sonst habe ich eigentlich eher Standards gekauft. Auch Einzeldisc-Standards, ne? Also die Doppeldisc habe ich nur gekauft, wenn sie wirklich billig waren. Oh, ich habe einen Film vergessen. Das ist mittlerweile anders, ne? Da kauft man ja doch eher die bessere Edition. Mickey sei Dank, ne? Du hast ja so ein bisschen. Ich vergessen hier von diesem anderen Tick, da haben wir ja Filme zum Zeigen. Habe ich vergessen. Ah. Naja, später. Genau. Aber sonst an sich kein spezielles Gebiet. Ich sammle gerne nach Schauspielern. Aber auch das würde ich nicht als Sammelgebiet irgendwie bezeichnen. Ich habe halt ein paar größere. Sammelgebiet, Schauspieler. Ja, ich weiß ja nicht, wie man das jetzt. Also, ich habe jetzt kein Genre oder sowas. Das ist eher so Sammelgebiete, ja klar. Ich sammle Robert De Niro-Filme und so ein Kram, ja.
Oder eben halt, jetzt habe ich halt die Horror-Kult-Edition gekauft. Wenn das jetzt gefragt, ich kann mich jetzt auch nicht dran erinnern, er hatte das, Video hat das ja irgendwie definiert, aber Wenn wir vielleicht mal gucken sollen ich nochmal. habe es geguckt, aber ich glaube, er mal bezog es wirklich auf Genre oder sowas und nö. Kurz und knapp, nö. Kurz und knapp, nachdem wir 5 Minuten für diese Frage aufgewendet haben. So, dann weiter. Hast du ein Lieblingsmedium? Ja, mittlerweile Blu-ray, ganz eindeutig. Wir haben uns ja lange vorgesperrt, Blu-ray überhaupt in Erwägung zu Ah, ziehen. kannst du nicht Aber schon, ne? mittlerweile ist es doch leider eindeutig Medium. Blu-ray. Wo ja immer noch DVD. mehr DVDs stehen. Wir haben weitaus mehr DVD. Und wenn die DVDs billig sind und ich kriege sie jetzt auf dem Flohmarkt für 1, 2 € oder so und das ist ein Und das ist Film, ein den alter ich haben Film. will und es ist ein alter Film und den gibt es vielleicht noch nicht mal auf Blu-ray oder auch schon vergriffen, dann kaufe ich auch immer noch gerne DVD. Aber die neuen Filme, die jetzt rauskommen, kaufe ich eigentlich fast nur Ja, noch auf Blu-ray. also ich gucke auch schon bei solchen Aktionen, zum Beispiel 4 DVDs zum Preis für 20 Euro, gucke ich immer, wenn da Filme sind, interessieren die mich, gibt es die auch schon auf Blu-ray billig oder Genau. überhaupt auf Blu-ray. Es gibt ja auch Filme, die sind immer noch nicht auf Blu-ray erschienen. Bestes Beispiel, True Lies. Verstehe ich immer noch nicht. So ein Riesenfilm noch nicht auf Blu-ray. In Ja, Deutschland. vielleicht als In Deal Deutschland. oder so. Ja. Nun fällt mir gerade ein, zum Glück habe ich mir Phantom Commando noch nicht geholt, weil da kommt jetzt ein Director's Cut nach Deutschland. Auch auf Blu-ray. Ja. Schwein gehabt. Ja, aber wie Aber gesagt, so im Prinzip ist es mir scheißegal, aber ich kaufe mir vermehrt Blu-rays gerade. ja. Also Und ich gucke weniger, auf. weil auch DVDs sind nicht wirklich billig. Nee, das ist das Die sind Problem. A, scheiße teuer inzwischen. Dann ist da weniger drauf. Also um die Bildqualität geht es mir jetzt nicht mal. Nee, Es geht genau. wirklich eher um die Sonderausstattung Sie und da sehen ist ja nichts mehr in den meisten Fällen. mittlerweile genauso beschissen aus wie eine Blu-ray. Und genau, es sind keine Extras mehr drauf. Oder nur noch ein Teil. Und ganz oft sind halt diese Blu-ray-Exklusiv-Specials. Ja, Und die beeinflussen das dann dann gibt es halt schon. schöne Aufmachungen von Blu-ray. Also Schlagwort Steelbook. Ja, ich weiß nicht, jeder mag Steelbook. Oder Wir mögen Mediabooks. Steelbooks. Kommt aber auch noch eine Frage zu. Deswegen gehen wir nicht Aber weiter. Mediabooks, aber weil das ist ja so ein Ne? Mischding in den meisten Fällen. Genau, also ich kaufe mir immer noch viele DVDs, also gerade bei Rebuy oder sowas, da hole ich dann doch mehr DVDs. Ja. Aber es sind wirklich eher ältere Filme, die es teilweise noch nicht als Blu-ray gibt oder Wo man sie sagt, pff. wo auch einfach reicht, ne? Also sind dann ja eh noch meistens Erstauflagen ohne Flatschen, also ein Scheiß und Ich brauche nicht jeden Film auf Blu-ray. Also, nee, also bei einige aller kaufe ich, habe ich Liebe. mir auch schon nachgekauft, aber in erster Linie echt Es wird auch Blu-ray. Filme geben, die werde ich mir vielleicht nochmal auf Blu-ray holen, wenn es sie geben Genau. würde. Aber jetzt nicht. Ich werde jetzt nicht meine komplette DVD-Sammlung 1 zu 1 gegen Blu-rays Wenn austauschen. es denn gehen würde, Quasi ne? eher, wenn es dann gehen würde. Und dann nochmal so viel Geld dafür Ja, ausgeben. Das dann ist doch danach gibt es dann bescheuert. wieder irgendwas Neues, ne? Ja, also es ist Also ja es bescheuert. ist ja kein Ende in Sicht. Es Wie kann hat ja immer wieder Mario was. gesagt? Blu-ray ist das letzte Medium, was er sammeln wird. Er hat VHS mitgemacht, er hat DVD mitgemacht und er macht Blu-ray mit. Und danach wird er auf. Ja, also ich weigere mich jetzt Aber auch gut, erstmal das wieder, nächste, was aber. wird es sein? Es wird digital sein. Ja, Es wahrscheinlich, ne? wird Online-Speicherung oder so ein Scheiß sein. Aber ich bin immer noch jemand, der gerne was im Regal stehen hat. Ja. Also, aber Blu-ray gefallen mir auch immer mehr. Also am Anfang mochte ich diesen blauen Rahmen immer nicht. Ja, er ist immer Dieses, noch. aber ich kann Ich mich finde es sehr mittlerweile dran ungeil. gewöhnen. Ich finde es sehr ungeil, dass es so viele verschiedene gibt. Es Da gibt oben sind diese. nur so Blu-rays, deswegen Es gucken wir da gibt jetzt so hin, ne? diese eckigen. Dann gibt es Ja. die runden, dann gibt es die halb durchsichtigen, dann gibt es die, wo du fast gar nicht durchgucken kannst. Dann gibt es schwarze, weiße, pinke, blaue, grüne, schlag mich tot welche. Also es gibt so viele Unterschiede. Dass sie das nicht einheitlich haben, stört mich manchmal im Regal, wenn ich dann so eine runde habe, so eine Na wirklich runde und daneben ist dann so eine eckige. ja, gut, das Problem haben wir jetzt Das eher nervt mich, selten, aber ja, aber es ist mir schon es aufgefallen. ist. Oder dass halt manche Höhen sind so extrem hell, wie hier bei Cable als der Nussknacker, da kannst du ja durchgucken. Oben. Ja, Na, das klar. sieht man ja Ja, es sind halt richtig. unterschiedliche Und dann Farben, sind gibt es aber bei andere wieder DVD ja total auch. du. Ne? Das gibt es ja Ja, bei aber DVD ich meine nur, genauso. nee, aber da war schwarz immer schwarz. Und dann gab Na es gut. durchsichtig und rot. Mag sein, aber. Es gibt zu wenig rote Höhen auf Blu-ray, muss ich sagen. Ja, schwarz Finde wäre auch ich. cool, aber ja, aber wie gesagt, halten wir einfach mal fest, das Medium Blu-ray ist bei uns immer mehr am Es Kommen, wächst. nachdem wir uns eigentlich Jahre davor Gesperrt haben. gesperrt haben, ja. Ja, und Also, so be viel besser ist die Bildqualität jetzt auch nicht immer. Muss man ja auch sagen. ich vergleiche es nicht, aber mir ist es auch nicht so wichtig. Naja, aber so, Also, also klar, mal fällt es die auf. alten Filme, die sie gut restaurieren und sowas, wie jetzt, keine Ahnung, was hatte ich da jetzt gesehen? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Irgendwo hatte ich mal einen alten Film gesehen und dann später im Fernsehen und so. Das war schon echt ein Ja, oder Unterschied hier von bei Tag und Gamer, da Nacht, ist es ne? schon aufgefallen, dass das ein sehr Oder klares Bild hier, hat. du meintest ja auch 2001, ne? Ja.
Also da, man sieht da schon. Da fällt schon auf, aber es gibt auch, besser, aber es gibt auch Filme, da fragst du dich echt, warum ist da jetzt eine Blu-ray notwendig, wenn die Bildqualität sieht. Es gibt ja auch Filme, da sieht die Bildqualität beschissener aus als auf einer DVD. Hört man zumindest. Problem ist ja auch ganz oft Audio, ne? Das ist da auch gerne mal Probleme. Ja, wegen der unterschiedlichen Abspielgeschwindigkeit ist dann die Audiospur anders, weil die nicht angepasst wird von den Labels, weil die es einfach nur rauskloppen. Also dann denke ich mir, dann kaufe ich mir lieber die alte DVD-Auflage, zum Beispiel von Dragonheart, mit der Original-Synchro, als diesen scheiß nach- oder anders klingende Synchro hier auf der Blu-ray. Oh, gut, was ich aber noch festhalten würde, bei Serien greife ich dann immer noch mehr zu DVD als Blu-ray. Aber es liegt auch daran, dass die Hüllen schöner sind. Dass die Hüllen schöner sind, ganz gerne, beziehungsweise dass die Blu-rays immer noch etwas teurer sind. Zwei, drei Serien, die will ich mir auch auf Blu-ray kaufen jetzt. Genau, aber wenn die DVD jetzt die gleichen Extras haben, dann würde ich da eher zu DVD, glaube ich, greifen. Wobei auch da, sie nehmen mittlerweile nicht mehr so sehr ab an Wert, die DVDs. Die Blu-rays sind da manchmal billiger. Aber machen wir weiter. Das ist das Problem. Medium, genau. Frage Nummer 6. Hast du eine Lieblingsverpackung? So, ja, jetzt haben wir ja so viel über Steelbooks und Mediabooks geredet. Wäre ja blöd, wenn man nicht das auch nehmen würde. Ne? Und Steelbook, Digipack, Digibook, Mediabook. Genau, alles, was nicht Standard ist. Von mir aus auch Standard, wenn es nichts anderes gibt, nehme ich auch die. Aber so eine riesen Boxen brauche ich auch nicht mehr. Ich habe mir, glaube ich, 2-3 große Boxen gekauft. Aber wenn da eine Figur drin ist, das ist mir scheißegal. Was will ich mit so einer Figur? Das sammeln wir eigentlich gar nicht, ne? Irgendwelche Riesenboxen mit Figuren. Wenn ich mir da eine Figur hinstelle, habe ich schon wieder Platz. Für 10 wenige Filme weniger zum Beispiel Platz. Ja. Und das sehe ich nicht ein. Und darum sollte ich für so eine Scheißfigur wie diesen Elektro. Der Elektro-Head ist für mich ein sehr gutes Beispiel. Das Ding sieht aus wie Scheiße. Und dafür soll ich 120 Euro löhnen. Das Ding ist jetzt, glaube ich, auf 60 Euro gefallen. Ist jetzt man muss jetzt sozusagen, ist es Geschmackssache. Der sieht halt scheiße aus. Oder wenn du dann so eine Verarschung hast, wie hier bei Planet der Affen, diese Box mit dem Kopf, wo dann einfach hinten, anstatt irgendwie ein geiles Digipack, hauen die da so eine dicke Emery drin, wo dann alle Filme drin sind. Der Kopf sah ganz cool aus. Aber ich würde mir nicht hinstellen. Aber so an sich ist das doch Verarschung am Kunden. Du gibst 130 Euro für so einen Kopf aus, kriegst so eine dicke Emery, aber einzeln kannst du dir auch die Emery kaufen. Dann denke ich mir, dann kaufe ich mir mal selber die Emery, dann habe ich auch alle Filme auf Blu-ray. Aber so im Allgemeinen bin ich immer froh, wenn es ein Steelbook gibt oder vielleicht sogar ein Mediabook, wobei Mediabooks müssen jetzt nicht so offen sein. Wobei Mediabooks und Steelbooks gerade sehr inflationär benutzt werden. Also jetzt kommt ganz viele zweite Teile, wo im ersten Teil kein Steelbook kam. Beispiel The Purge, Beispiel Kill the Boss Teil 1, nur in der Armari. Teil 2 kommen jetzt Steelbooks raus. Mhm. Warum? Weil es sich aktuell verkauft. Oder aktuell Mediabooks. Jeder Scheißfilm, der sich irgendwie noch mal halbwegs verkaufen soll, wird inzwischen ein Mediabook aufgeregt. Jetzt hier, bestes Beispiel, Mirror. Ich will jetzt nicht sagen, es ist ein Scheißfilm, das ich nicht kenne, aber der verkauft sich anscheinend nicht mehr gut genug. Ach, dann machen wir noch ein Mediabook raus und kauft es wieder jeder. Also man muss auch nicht jeden Film wirklich im Mediabook auflegen. Mhm. Das ist echt lächerlich. Wo man sich dann fragt, so, warum kommt da jetzt ein Mediabook raus? Das einzig Blöde ist nur, wenn ich es jetzt in einer Woche oder zwei in die Kamera halten werde, ne? Weil ich hab's ja schon vorzukaufen. Du, aber wie gesagt, ich muss mir nicht von jedem Film Mediabook kaufen. Ich bin auch nicht mehr so. Ja, ich auch nicht, aber wenn es das gibt, dann. Ja, ich mag Mediabooks, aber es gibt auch Filme, da sage ich mir, warum nicht mal eine nette Standard-Edition, die vielleicht nur die Hälfte kostet. Weil gewisse Filme, die einen interessieren, gibt es dann halt nur im Mediabook und die sind dann ratzfatz weg und dann verlangen die dafür Preise jenseits von Gut und Böse und man wird diesen Film nicht sehen, weil es den halt nicht gibt. Ja, aber die gibt es ja meistens dann irgendwann nach einer Zeit. Naja, aber guck mal, dieses Adam Chaplin-Ding, da gab es ja angeblich jetzt eine Blu-ray-Auflage, limitiert auf 500 Stück. Auf Blu-ray, Standardhülle. Und ich mir denke, warum gibt es eine Standard-Blu-ray-Hülle, die limitiert ist auf 500 Stück, das Mediabook ist aber auch schon weg, dann kannst du den Film schon wieder nicht kaufen. Außer in dieser gekürzten deutschen Fassung, wo irgendwie 18 Minuten fehlen oder so. Manche Politik kann man nicht verstehen. Aber also es tut mir leid. Einfach mal auch für Leute, es gibt ja sehr viele Leute, die wirklich nur Standards kaufen. Denen ist das alles scheißegal. Warum nicht auch für so eine Leute einfach mal Filme rausbringen? Genau. Wenigstens dazu noch. Ne? Als Alternative. Vielleicht als Alternative, genau. Manchmal zwingen sie einen da schon zu, das auszugeben. Bei mir klappt es aber. Das ist immer das Erschreckende. Mittlerweile. Ich springe bei mir, sowas gerne bei mir an. Ist das also schon wenn, vorbei. Es, wenn es Filme sind, die mich also interessieren oder die ich gut finde. Es gab eine Zeit, da wäre ich drauf angesprungen, aber inzwischen ist es so. Nee, aber es kommt immer drauf an. Also ich kaufe jetzt ja auch nicht jedes Mediabook, aber wenn der Film gut ist oder ich den noch nicht habe und noch gerne haben will und dann kommt ein Mediabook raus, dann greife ich auch gerne zu, ja. Oder Steelbook, ne?
reden wir nicht. Aber ich bin auch nicht immer dazu bereit, jetzt Preise auszugeben. Jetzt zum Beispiel Lucy zum Beispiel, da wollen sie jetzt für das Standardbuch ja auch, Steelbook ja auch irgendwie 25 Euro. Das muss ich jetzt nicht haben. Ich will den Film gerne haben, auch gerne sehr, sehr gerne im Steelbook, bei Purge ähnlich. Aber ich muss da jetzt nicht so viel ausgeben, zumal es, glaube ich, teilweise nicht mal 3D-Steelbooks sind. Nein. Und da sehe ich das jetzt nicht ein. Also unter 20 Euro bin ich dabei, aber über 20 auch nicht. Aber ich bin nur interessiert. Ich versuche sie dann billig zu bekommen. Wenn ich sie nicht kriege, kriege ich sie nicht, dann ist es so, dann kaufe ich mir irgendwann mal auf Standard. Aber ich finde es gut, dass sie sowas rausbringen. Vor allem ist es ja möglich, Steelbooks billig zu verkaufen. Hier diese ganzen Conjuring, Gran Torino, Great Gatsby sind alle für einen Zehner in Lagen gekommen. Ja, vielleicht kommt das ja irgendwann nochmal in der zweiten Flagge billig raus, aber ohne den Inlay oder irgend so einen Schrott. Aber wir werden mal sehen, wie es da weitergeht. Machen wir weiter. Das sind auch so Themen, da kann man auch noch ewig drüber reden. Nach dem ganzen Hass, den ich hier schon wieder über den Äther geschickt habe. Vielleicht machen wir ja mal speziell nochmal ein richtiges Video dazu, wenn das jemand interessiert. Wo kaufst du Filme im Laden? Genau, wo kaufen wir Filme? Da müssen wir an erster Stelle Mediamarkt nehmen, weil wir hier Mediamarkt haben. Dann ab und zu auch mal beim Marktkauf. Real würde ich da eher bezahlen. Und Real, aber auch beim Marktkauf. Real und Marktkauf, weil auch nur sowas bei uns in der Nähe ist. Wenn Saturn wir, ab und zu. Genau, wenn wir in einer Stadt sind, wo ein Saturn rumstehen, dann kaufen wir auch im Saturn. Wenn die Stadt dann auch noch Mülle hat, dann auch mal da. Das ist aber sehr selten. Ja. Aber in erster Linie würde ich sagen, Mediamarkt. Das ist so vom und Laden her halt, und Real. Wenn man jetzt einen Flohmarkt als Laden bezeichnen möchte, dann auch auf dem Flohmarkt und halt im anderen Verkauf vielleicht mal. Ja, wenn es da gute Sachen gibt. Genau, Flohmarkt, genau. Also, ja, wir haben leider nicht so die riesen Auswahl hier vor Ort. Also wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, was wir zu und unser Mediamarkt ist jetzt nicht gerade der geilste. Nee. Was wir halt am meisten, oder wo wir am meisten kaufen, dann sind es halt leider die wir auch hier haben. Und das ist halt leider nur Mediamarkt und Real. Da kaufen wir manchmal aber eher. Aber die haben ja auch manchmal ganz gute Angebote. Ja. Unser Mediamarkt ist nicht geil, aber ab und an haben die dann doch so in so einer Krabbelbox auch mal was Billiges. Allein so die ganzen Steelbooks hier von den Kinderfilmen, da für 10 bis 15 Euro. Habe ich sonst nirgendwo anders so gesehen. Ja. Und deswegen, gab's ja auch nicht. Genau, aber Predator, 15 Euro. Das genau, Spiel. Genau das Gleiche. Aber sonst, ja, Saturn auch sehr gerne. Wenn wir dann mal, weiß ich, in Berlin oder wo auch aber immer da sind. Aber da wird es auch immer weniger bei mir, muss ich sagen. Weil ich finde, Saturn macht inzwischen, wenn sie mal Angebot haben, sind das so Sachen, die mich null interessieren oder die ich schon habe. Ja, das und Sachen, die mich interessieren, die gibt es nicht billig. Die werden nicht billig, die kommen in keine Aktion rein. Und ja. Dann denke ich mir auch so, ja, warum soll ich denn da was kaufen? Ja, ich weiß, für die Industrie, um die zu unterstützen. Ja, aber ich bin nicht bereit, für so eine scheiß Standard-DVD 18 Euro auszugeben. Für nix und wieder nix. Ja, ne, wo die Produktion 2 Euro kostet, nicht mal 2 Euro hin und wieder bringen sie dann so Angebote raus, wo man dann sich dot und dämlich kauft. Siehe unser letztes Mediamarkt-Update. Das war aber und dann, eher die Ausnahme. Genau, dann kommen wieder Angebote, wo man sich denkt, habe ich alles schon, interessiert oder mich nicht. Oder das ist immer noch Angebot. Teuer. Ne? Ja. Also kaufen wir halt auch nicht sofort. Wir sind da jetzt nicht und so. Und wir sind dann manchmal auch eher die Online-Käufer. Wir sind mehr Online-Käufer. Und gerade was Standards angeht, da kaufen wir wirklich erst, wenn sie billiger gewisse sind, ne? Filme wie sowas hier, das gibt es in Deutschland halt nicht. Genau. Oder Filmbörse. Filmbörse, wenn man das noch als Laden bezeichnen möchte, da kommen wir auch mittlerweile sehr gerne, aber es ist halt auch begrenzt. Einmal alle 3 Monate oder so. Und wir erschrecken, einmal alle 3 Monate können wir nur zu einer Filmbörse. Das klingt auch so, wir können nur 4-mal im Jahr auf eine Filmbörse. Es ist insofern ja nicht viel, ne? Wir sind häufiger im Mediamarkt als auf einer Filmbörse. Aber wir kaufen auf einmal auf dieser Filmbörse meistens genauso viel wie auf dem Mediamarkt. Wie im ganzen Jahr im Mediamarkt. Auf einer Filmbörse. Naja, gut. Aber dieselbe Frage jetzt nochmal. Genau, um dann auch gleich online zu kommen, das ist nämlich die nächste Frage, wo kaufen wir oder wo bestellen wir Filme? Eindeutig eins ist Amazon. Ich glaube, das sind ja auch die meisten Filmsammler bei Amazon. Ich weiß, viele bestellen auch bei Mediadealer. Das haben wir bisher noch nicht gemacht. Warum? Weil du dich noch nicht für den 18er-Bereich hast freischalten lassen. Ja, wir hätten da ja auch alle anderen Filme bestellen können. Ich sag mal, es sind ja gar nicht so viele 18er-Filme, da sind ja auch ganz viele andere Filme, die eigentlich. Wenn ich da schon bin, dann möchte ich ja auch 18er-Filme da. Ja, klar, aber wir hätten schon längst bestellen können, weil da hatten wir auch genug 16er, 12er, 6er und 0er-Filme gesehen, die wir. Aber wenn, dann nehme ich das ja auch gleich mit. Auf jeden Fall Amazon, wie gesagt, auf 1, dann ja, gelegentlich Rebuy. Aber dann auch immer gleich wieder viel, ne? Also kann man das schon. Ja, er kauft nicht nur einen Film. Ja, dafür genau. Lohnt sich, wenn ich 3 Euro Versandkosten zahle, brauche dann ich nicht einen ein Film. Mehr. Egal wie viel ich kaufe, dann kann ich auch 40 Filme kaufen. Mhm.
Genau, und deswegen, wir machen das einmal alle 2, 3 Monate, Pre-Buy, ne? Kann man schon sagen, aber der hat immer gleich Das schon 20, 30 muss Filme. ja dann auch entsprechend da sein. Dann muss man auch vielleicht mal einen Genau. Platz dafür haben, weil sonst liegen die hier irgendwann auf dem Und auch Boden. die Lust, ja. Ja, sich da mal wirklich durchzuklicken, ne? Genau, Die Seite ist also, jetzt auch nicht so geil aufgebaut. nee, das ist leider wahr. Und die braucht auch Ansonsten manchmal bestellen wir echt. auch gerne mal bei D&T, das ist aber ähnlich selten, sag ich jetzt mal, ne? Also auch Ja, so Beyond Media drei, dann auch viermal. gerne. Ja, das mögen ja viele nicht, ne? Machen wir auch Kann nicht ich so aber auch nicht oft. verstehen. Ich habe da noch nie Probleme gehabt. Ich habe Beyond. diese schicke Box hier bei Beyond Media vorbestellt gehabt und sie kam pünktlich an. Also naja, Ja, halbwegs also pünktlich, ich finde, weil ich war Beyond nicht da, Media ist immer aber. noch ein Ticken manchmal teurer als Aber die D&T. haben meistens echt dieselben Angebote und manchmal sind Filme bei Beyond Media wieder günstiger als bei D&T. Das ist total verrückt. Trotzdem weiß ich nicht, bin ich da Aber eher auf D&T-Seite, sag ich mal, wieso aber. da die Leute so sauer auf Beyond Media sind, kann ich nicht verstehen. Ich glaube, Das also erschließt das, sich was mir ich jetzt nicht. so mitbekommen habe oder was sich so angehört hat, sagen wir es mal so, wirkte eigentlich immer eher ein Problem der Post als von Ja. Beyond Media. Aber gut, ich weiß es nicht, ich will da jetzt nichts zu sagen und ist auch eigentlich egal. Also das Gute bei D&T ist halt, die haben ein deutsches Bankkonto, da kann man überweisen, das geht halt schneller. Beyond Media hat, Genau. glaube ich, immer noch nur ein österreichisches Genau. angegeben. Aber halten wir mal fest, für normale Filme Amazon und für FSK 18 Filme D&T, würde ich sagen. Und dann Naja, Rebuy, FSK 18 Filme, ey. naja, also für alles, was irgendwie Österreich-Filme. FSK 18 und mehr Oder ist, ich das habe auch ist dann schon mal D&T. bei DVDuncut.com bestellt. Die sind nicht so billig, haben aber auch manchmal Sachen, die findest du nirgendwo anders. Und dann Rebuy halt für den Gebrauch, ne? Das sind so Ja, die drei. Rebuy, eBay ganz selten, eigentlich nie. Eigentlich nie, nee. Ich habe da noch nie einen Weil, Film gekauft. wenn ich so die Erfahrung von Leuten bei eBay sehe, siehe Angie, meine Herren, ey, also da würde ich ja nicht. Nee. Allein diese Stilung mit diesem Riesenloch, leicht gebraucht. Ja. Nee, Leicht eBay gebraucht ist ist. auch ein sehr dehnbarer Begriff anscheinend. Aber so, ja, das sind so die üblichen, also die üblichen Verdächtigen. Es gibt ja auch Leute, die bestellen dann bei der OFDB. Haben wir auch noch nie gemacht. Naja, ich nur verkauft. Das Bei Problem ist halt, BluRayDisc.de kannst du ja auch irgendwie kaufen im Forum. ich möchte das auch gar nicht so weit fassen, weil du bist ja dann irgendwann Kirr im Kopf. Ja? Du musst jeden Tag, oder was heißt müssen, du musst dann auch irgendwie die ganzen Sachen vergleichen und dann bestelle ich lieber bei Amazon, auch wenn es vielleicht nicht der absolute Tiefstpreis ist in dem Moment, Aber aber ich die weiß, Abwicklung ist am einfachsten, falls genau, die irgendwas nicht Abwicklung ist stimmt. für mich am einfachsten und Selbst über Marketplace, wenn man da was bestellt unter einem Warehouse-Deal, du hast ja einen guten Service, wenn oh, du Zavi dich. haben wir vergessen. Zavi auch immer. Ja, ganz selten, aber. Aber so, ich finde das halt irgendwie am einfachsten bei Amazon dann zu bestellen. Ich Und war auch wenn man der, zu viele hat, dann. falls da auch mal was ist, da finde ich es Amazon beim Service immer noch sehr gut, weil die dann auch sagen, ja, okay, dann tauschen wir es halt aus. Und bei anderen kriegst du dann eher zu hören, so, naja, Also, das sind haben unsere wir nicht Erfahrungen. mehr. Ich habe auch schon genug Leute gelesen, die über Ja, aber Amazon. ganz Aber ehrlich, egal. an was für Kundenmitarbeiter die kommen, muss man dann auch mal fragen. Es liegt auch manchmal am Kundenmitarbeiter, Nicht an Amazon direkt, ja. muss man sagen. Also, man kann einen haben, der ist total stur und doof. Das ist dann aber das Problem des Mitarbeiters und nicht das Problem von Amazon, würde ich sagen. Naja, es Und ist schon das manchmal Problem von wird, Amazon, aber die können da naja, nur sekundär was ja, für. aber manchmal wird auch zu sehr auf Amazon rumgekloppt, weil irgendwas nicht stimmt. Weil ganz ehrlich, man muss ja auch immer sagen, Service hat auch irgendwann ein Ende. Also es heißt zwar immer, der Kunde ist König, ne, oder das kundenfreundlichste Unternehmen der Welt, aber auch Kundenfreundlichkeit hat irgendwo mal eine Grenze. Und das muss ich als Konsument halt auch einfach mal einsehen, dass ich nicht immer alles das bekomme, wenn ich, nur weil ich denke, dass es mir zusteht. Entschuldigung, ich arbeite im Kundenservicebereich, also. Ich indirekt auch. So Also. nebenbei arbeite ich im Kundenservicebereich und da, was ich da für Leute manchmal höre, so, was ist jetzt mit dem Gutschein? Nee, gibt's nicht. Warum? Weil um 11 Uhr morgens das Paket nicht angekommen ist? So, Egal. jetzt ist gut. So. Genug rumgemotzt. Dann Amazon. machen wir weiter mit. Sammelst du Sammelst noch du etwas anderes? Was meine anderes? CDs, ne? Ja, Musik-CDs. Davon haben wir nämlich auch ein paar Regale voll. Also. Drei Bennos zusammen. Und Bücher. Du Bücher, genau. Bücher. An was anderes kann. Also ich würde jetzt nichts anderes Ich habe es nehmen, mal was mit ich Briefmarken sammeln. versucht, aber es war mir zu langweilig. Ja, das habe ich auch als Kind. Und Ich naja, mache es ist das. nicht wirklich Sammeln, es ist eher so, ich kaufe es mir, weil ich es haben will, Videospiele. Ach, das ist Genau. nicht, ich sammle das jetzt nicht, weil ich unbedingt alles davon haben muss. Ich kaufe mir halt die, die mich interessieren. Ist bei Musik ja ähnlich. Ich kaufe auch nur das, was mich interessiert. Ja, Aber aber so, wenn ich ein es ist Fan von einer schon. Band bin, auch wenn Ne? die irgendwann scheiße wird, kaufe ich mir trotzdem alles. Ja, Das und ist so dumm. Auch wenn ich die Musik kacke finde im Endeffekt. Und
Ich kaufe gleich mir auch, genau, das ist bei mir genau das gleiche. Wenn ich eine Band interessant finde, gut finde, dann kaufe ich mir auch erstmal irgendwie, versuche ich alles zu kaufen. Klappt nicht bei jeder Band immer, ne? Aber ich habe auch viel drin stehen, was ich nie wirklich gehört habe, das gebe ich zu. Das ist dann vielleicht schon sammeln. Das ist bei mir anders. Ich habe, glaube ich, jede CD, die ich habe, mindestens einmal gehört. Ja, das will ich ja damit nicht ausdrücken, aber ich, das einmal hören. Ich habe es vielleicht nicht intensiv gehört. Ja, das meine ich ja eher damit. Also einmal gehört habe ich ja schon wahrscheinlich auch die meisten, aber ich kann nicht jetzt bei jedem Album die Songs mitsingen, sage ich jetzt mal, beziehungsweise dass ich sie kenne, dass ich jetzt weiß, okay, das ist jetzt die und die Band. Das kann ich auch nur bei den Highlights aus meiner Sammlung. Genau, du schaffst ja auch immer wieder, dass du meine CD aus meinem Regal pickst und ich mich frage, was habe ich da eigentlich gerade gekauft oder was höre ich da, ne? Das ist ein bisschen erschreckend. Phil Collins, wann habe ich mir das denn gekauft? Manchmal erkennt man die Band natürlich durch den Gesang, also aber okay, das geht jetzt auch zu weit. Also ich würde sagen, ich sammle auf jeden Fall noch CDs, aber mehr würde ich jetzt nicht dazu groß zuziehen. Das haben also, wir sammeln. CDs und Musik-DVDs. Punkt 1, ne? Die Filme nehmen genug Platz weg. Mhm. Punkt 2, nehmen sie genug Geld weg. Ja. Punkt 3, habe ich nicht. Früher, ich bin ja Schlagzeuger. Als ich Schlagzeuger? Da noch, ich dachte immer, Schlagzeugerin. Gendern. Und als ich noch sehr aktiv da war, da habe ich Drumsticks gesammelt. Hast du auch noch im Haufen? Die habe ich auch noch. Also da habe ich mir dann auch gerne mal ein paar Drumsticks gekauft, die ich nicht spielen wollte, sondern einfach nur haben wollte, weil sie gut ausschauten. Oh, was man vielleicht als Sammeln bezeichnen könnte, sind noch Bandshirts. So ganz wenige. Auf einem Konzert zum Beispiel. Oder halt so Sachen von der Band selbst. So ein Plektron oder ein Drumstick oder... Ja. Eine leere Flasche, selbst eine leere Flasche würde ich mir ins Regal stellen, eine Setlist, Handtuch. Ich habe noch den Plastebecher von meinem Hurricane Festival, den ich hatte, den habe ich aufbewahrt, da habe ich auch eine Band unterschreiben lassen. Ich weiß gerade nicht mehr so genau welche. Melon Collin oder so hieß sie. Ich kannte sie nicht. Ich dachte, es ist eine andere Band. Ich kannte die optisch nicht. Und ich wollte eigentlich eine andere, dran stand eine andere Band und leider war das nicht die. Aber egal, habe ich trotzdem gesehen. Aber den Becher habe ich noch als Erinnerung. Also so Erinnerungsstücke, das ja, so ja. T-Shirts halt von einem Konzert, genau, zum Beispiel. Wenn sie nicht so teuer waren, ne? Ja, gut, das, oder mal ein Poster. Dann kannst du aber, ganz ehrlich, dann kannst du aber nie ein T-Shirt kaufen. Nein, wenn sie gut ausgeschaut haben und nicht. Ja, gut, also. Ich sag mal so, beim Black Sabbath Konzert, die waren mir zu teuer, die T-Shirts. Ja, also über 60 Euro für ein T-Shirt? Was waren es? 60, 80 Euro? Die waren einfach zu teuer. 40 also das Euro war oder so. Ich bin nicht immer dazu bereit, nicht bei jeder Band. Aber wenn aber ich die Band liebe. Wir hätten uns ja auch diese Billo Polen-Shirt kaufen können für die Hälfte. Genau. Was nach einmal waschen ist, wird den Grund da. Genau. Also ich hätte es gern gehabt, weil es war ein geiles Konzert und es war ein geiles Motiv, aber nicht für 80 Euro. Nun gut, ich gucke nochmal. Nö. Ich würde jetzt behaupten, es gibt nichts. Nö, mehr. Jetzt also nicht, was man nennt. So. Letzte Frage. Was kommt in diesem Jahr als nächstes? WWE Survivor Series 2014. Das ist die nächste Vorbestellung, die ankommt. Die wir ja. Ende März. Nee, Ende Februar. Ende Februar sogar. Kommt bald, genau. Ansonsten kommt jetzt, wenn man das jetzt nicht nur auf eine Edition bezeichnet, kommt als nächstes die Filmbörse. Darauf freue ich mich schon sehr. Da kommen ja auch andere Editions, aber nichts Konkretes, ne? Der Cape Edge stand, darauf freue ich mich schon. Und dann sind sie nicht da. Und dann sind sie wieder nicht da. Ansonsten kommt als nächstes hoffentlich immer noch ganz viele Videos von uns. Hoffentlich kommt dann auch als nächstes ganz viel Geld auf mein Konto. Und ansonsten haben wir jetzt nichts Konkretes geplant irgendwie. Oder auch nicht, was gekauft wird oder was auch immer. Oder es kommt, was kommt. Und das wird gekauft oder eben nicht. Genau. Und dann machen wir mit irgendwas Schönes von Marvel vielleicht, keine Ahnung. Genau, du hast ja den Zettel. So, welche Genres. Welches Genre schaust du an? Wir sind jetzt beim Film-Community. Achso, ja. Ne? Dass wir das jetzt mal hier auch zelebrieren. So, welches Genre schaust du am liebsten? Und wieso? Am liebsten. Ist unterschiedlich, ist meine Stimmung. Manchmal ganz oft Horror, muss ich gestehen, oder irgendwas so in der Richtung. Ne? Schön Blut und Gekröse auf jeden Fall ist immer gut.
Das mag ich ganz gerne. Ich mag aber auch immer so einen romantischen Film. Romantik, Drama, Action bin ich mittlerweile auch immer mehr für zu haben. Auch so die ältere, habe ich früher nicht so gerne geguckt. Also Sylvester Stallone, Stichwort, ne? Hatten wir finde gerade ich erst. Schon ganz, ganz gut und ja, kommt immer drauf an. Ne? Ich gucke auch viele Genres allein schon, weil ich die Schauspieler manchmal mag und mir einfach den Film angucken möchte in dem Moment. Wenn ich, also der Schauspieler schon stimmt, dann ist mir auch das Genre egal. Ne? Ansonsten, ja, Drama oder eben halt so... Alles halt einfach. Alles. Nach Stimmung. Nach Stimmung, außer vielleicht Bollywood. Und mit welchem kann sie nichts anfangen? Bollywood. Zum Beispiel. Tierfilme, sowas wie Flipper, Lassie, hier von Spielberg, Gefährten. Also mit sowas, wo dann immer so ganz traurig und das arme Tier und so. Das nervt mich. Also als Kind habe ich das geguckt und da hat es mich schon genervt, diese Lassie-Filme. So Lassie kommt angerannt, bellt zweimal und die wissen, oh, Tommy ist in Gefahr, wir müssen ihn retten. Ja, so Heimatfilme gucke ich auch sehr. Oder Heimatfilme. Aber ich würde nicht sagen, so, dass ich sie gar nicht mag. Also wirklich so diese Tierfilme, so Flipper, Lassie und Schlag mich, Free Willy auch. Weil ich als Kind super, aber inzwischen, das nervt mich alles so dermaßen, dieses ganze so over the top traurig und das arme Tier und so, das nervt. Das strengt mich an. Ne, ich bin nicht so Bollywood-Fan, muss ich gestehen. Also, das ist, wenn man das jetzt mal als Genre bezeichnen möchte. Die hatten wir schon. Und deswegen... Welchen Film hast du am häufigsten gesehen? Weil die dritte hatten wir ja schon. Ja, am häufigsten gesehen. Also als Kind? Weiß ich nicht mehr. Irgendwelche Kinderfilme? Wahrscheinlich so weit wie Schön und der Beast oder Pocahontas oder sowas? Ja, würde ich auch sagen. Schön und das Biest als Kind, aber ich glaube, der Film, den ich am häufigsten gesehen habe, und ich glaube, ich habe das schon mal genannt, und ich wurde damit quasi geärgert. Und schöne Grüße an meinen Cousin. Der uns jetzt hoffentlich nicht sucht. Der uns jetzt nicht sieht. Wahrscheinlich ein Hund namens Beethoven. Den musste ich mit ihm jedes Mal gucken, wenn er mich besucht hat. Also jeden zweiten Tag. Nicht so oft waren sie ja, was heißt Gott sei Dank, also leider nicht bei uns, aber Gott sei Dank für diesen Film. nee, das war, weiß nicht, wenn er da war, meistens zwei, dreimal sogar, also jeden Tag einmal. Wenn sie von Freitag bis Sonntag da waren, jeden Tag einmal. Ich glaube, den Film habe ich gefühlte 40, 50 Mal gesehen. Also ansonsten, als Erwachsener? Und danach kommt dann gleichzeitig auch noch Kindergartenkopf, weil irgendwann habe ich gedacht, nee, Hund namens Beethoven willst du nicht mehr, jetzt versuchst du mal andere Filme. Und er war halt kleiner und jünger als ich, also konnte man jetzt auch nicht jeden Film dort reinhauen. Er ist auch immer noch jünger als du, aber ist nicht mehr kleiner. Aber Kindergartenkopf mit Arnie, aber wir haben dann auch irgendwie so noch andere Filme geguckt. So weiß ich nicht, Robin Hood habe ich also als Erwachsenen müsste ich Sin City aufzählen, weil da kann ich inzwischen, wenn ich den sehe, mitsprechen. Ich muss gestehen, als Erwachsener gucke ich die mittlerweile selten oft. Ich habe als Kind die Filme hoch und runter geguckt. Wie gesagt, das hast du als Kind ja sowieso gemacht. Ein Kind namens Beethoven, ein Hund namens Beethoven, Kindergartenkorb, Robin Hood, Bodyguard und was auch immer. Das waren so die Filme, die habe ich aufgenommen und hoch und runter genudelt. Ja gut, als Kind ja auch ganz oft, weil ich es hatte, hat mir ein Arbeitskollege von meinem Vater damals mitgebracht, obwohl ich viel zu jung war. Stirb langsam 3, obwohl ich die ersten beiden nicht kannte. Und es war in schlechter Qualität auf eine VHS aufgenommen. Das habe ich so oft geguckt, glaube, dass die Qualität auch nicht besser wurde. Als Erwachsener, also von den neueren Filmen, wohl den ich am meisten geguckt habe, muss ich glaube ich sogar sagen, es ist X-Men, der erste. Den habe ich, ich war damals so dieses, X-Men, nee, das will ich nicht sehen. Auch wieder mit meinem Cousin. Da muss ich meinem Cousin danken. den wollte er nämlich unbedingt sehen, er war auch zu Besuch und ich hatte irgendwie so, X-Men, nee, das klingt nicht nach irgendwas. Das klingelt. Das klingelt. Mach du mal weiter. ja, Sin City halt, ne? Ich hole den mal gut. Ganz spontan. Und ich kann auch mal die anderen holen, die ich noch holen wollte. Okay. Warum auch immer ich Licht ausgemacht habe. Was denn? Ja. Hat sich schon erledigt, danke. Ist auch schön. Da so, unterbricht irgendjemand. Ja, keine Ahnung, hat sich schon erledigt, danke. Die Tür habe ich nicht aufgekriegt, weil eine Kette davor war. Ja. Na, der hat gehofft, die Türkette ist nicht vor. Er ist wahrscheinlich irgendwie ein Postbote gewesen, der Pakete bei uns abgeben wollte. Und dann hat er gesagt, oh, die haben die Kette vor. Ja, so ist das jetzt, ne? Live vor der Kamera, einfach mal. Ja, Sin City. So.
Nächste Frage. Das ist jetzt gerade ein bisschen bekloppt, das schneiden wir auch nicht raus. Nenne zu den folgenden 5 Regisseuren deinen persönlichen Lieblingsfilm. Ja, haben wir durchgegeben, ist gar nicht so einfach. Einige dann doch schon, andere wieder nicht. Haben wir uns vorher darauf vorbereitet. Das ist das einzige Mal, wo wir uns wirklich darauf vorbereitet haben. Und zwar, Regisseur Nummer 1, Quentin Tarantino. Das war echt schwer. Naja, es ging nicht. Ich zähle das als ein Film, Kill Bill. Ich habe Reservoir Dogs. Warum? Weil es gut ist. Die sind ja alle toll bei Quentin, ne? Also was heißt toll? Die sind alle großartig. Ich hätte auch Django nehmen können und ich hätte auch Inglourious Basterds nehmen können oder Pulp Fiction nehmen können oder was auch immer. Ich habe jetzt Reservoir Dogs genommen, weil das war so der erste. Nicht der erste, aber es war so einer der ersten, die mich so wirklich begeistert haben von Quentin. Unwahrscheinlichste Wahl wäre ja dann die Episode bei Four Rooms, weil das ist ja auch im Prinzip ein Kurzfilm von ihm. Ja. Aber ich nehme den, ich muss mal oder für einen entscheiden und den habe ich auch ganz oft gesehen. Aus Sin City mit Clive Owen und Benicio del Toro im Auto. So, machen wir weiter mit dem nächsten. Roland Emmerich. Ja, da das war insofern schon schwieriger, weil ich jetzt nicht der riesen Roland Emmerich-Fan bin und auch das gar sind nicht, wir beide nicht. Und ich habe gar nicht so viel gesehen. Ich kenne die Filme irgendwie, aber ich habe sie nie komplett gesehen. Ich habe viele gesehen, aber. Ich hätte The Day After Tomorrow nehmen können, aber ich kann mich nicht mehr so wirklich dran erinnern an den Film. Also an nicht mehr so viel dran erinnern an diesen Film. Und das ist das Problem. Jack Gyllenhaal. Ja. Ian Holm und Schnee. Deswegen musste ich jetzt einen Film nehmen, den ich jetzt vor kurzem gesehen habe und alle anderen habe ich noch nicht gesehen. So erschreckenderweise. Also ich kenne sie irgendwie, aber ich habe sie nie wirklich gesehen. Nicht komplett. Also geht mir ja komplett auch, ne? Ich kann ja nicht. Halt ihn schon rein. Ihr werdet mich lynchen, White House Down. Ich fand ihn gut. Ich fand ihn wirklich gut. Der hat mich überrascht, weil alle haben sie irgendwie schlecht geredet und ich fand sie, der hat mich gut unterhalten. Und das er hat reicht, seine Momente. Das reicht halt irgendwie. Ja, aber man muss auch sagen, er hat wirklich auch nur eine gute Szene und das ist Jamie Foxx im Auto mit der Raketen. Nein, der hat auch andere gute Szenen. Jetzt deine Geschmacks... ne? Und ich habe halt einen anderen. Und ich kenne die anderen nicht, vielleicht revidiere ich das irgendwann nochmal und dann... Darf ich jetzt auch mal? Ist gut, nein. Ich habe Stargate genommen, weil ich wollte nicht Independence Day nehmen. Und es war so, irgendeinen musste er nehmen. Das ist erschreckend, ne? Habe ich alles nicht hier wirklich gesehen. Hast du nicht viel verpasst. Peter Jackson. Ganz einfache Wahl. Also da steht jetzt Dead Alive, es ist aber Brain Dead. Ich habe Frighteners genommen, weil ich bin jetzt auch bei Peter Jackson nicht so, ich habe nicht so viel gesehen. Ja, ich habe nicht so viel gesehen. Also man hätte auch den dritten Herr der Ringe nehmen können, der ist auch wirklich geil. Aber... Weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen, ne? Das ist mein Problem. Ja, jetzt kommen wieder irgendwelche Shitstorms, wie kannst du nicht? Und wie kannst du die langweilig finden? Und wie findest du, ich werde sie mir irgendwann angucken und ich habe ja gehört, die wären ja auch dann nachher besser als der erste im ersten Teil, aber... Es ist halt einfach... Und die anderen Filme von Peter Jackson, einer war noch dabei, da hatte ich auch überlegt, welche war das denn nochmal? King Kong? King Kong, genau, King Kong. Hätte ich auch nehmen können, war auch gut. Aber ich habe mich jetzt hierfür entschieden, der hat mich echt überrascht. Und fand ihn wirklich gut. Hätte ich nicht erwartet, mit Michael J. Fox. So. Einer der letzten Filme mit ihm. Genau, machen wir weiter mit Michael Bay. Und auch dieser Regisseur ist mir eigentlich ziemlich egal. Aber trotzdem hat er ein, zwei ganz mal gute den, Sachen. Mit denen, der am schlechtesten angekommen ist. Von Michael Bay, lustigerweise. Der aber die schönste Hauptdarstellerin hat, nämlich Scarlett Johansson, und zwar Die Insel. Ist einfach eine gute Geschichte, ein guter Film, hat gute Action und hat überhaupt erstmal eine Geschichte, die auch funktioniert. Ich habe mich für Armageddon entschieden. Da gab es auch noch andere Filme, die in der Auswahl kamen. Ich weiß gerade nicht mehr welche, aber... Dieses Steelbook hat den blauen Blu-ray-Streifen, obwohl es ein DVD-Steel ist, unten. Was gab es bei Michael Bay noch? Aber ich habe Armageddon. Bad Boys 1 und 2. Nee. Pearl Harbor. Nee, auch nicht. Schwer vergessen, da war noch einer dabei, den ich hätte auch nehmen können. Also egal, ich habe den jetzt genommen, ich fand den auf jeden Fall wirklich gut. Und lustigerweise, Transformers. Transformers, da hatte ich auch noch welche. Bis auf einen Film als Regisseur jetzt wohlgemerkt, habe ich alle Michael Bay Filme gesehen. Ja, Transformers hätte ich auch nehmen können, den fand ich auch gut. Vielleicht finde ich ja den den ich noch nicht gesehen habe, sogar noch besser als Die Insel. Ich muss auch gestehen, den habe ich zum Beispiel in der Schule gesehen. Fand ich lustig. Im Französischunterricht. Warum im Französischunterricht? Weil das ist klar. Fand ich gut, hat mich gut unterhalten. Schöner Bombast-Kino, halbwegs brauchbare Story und Soundtrack war auch ganz cool. Beim nächsten war es dann umso schwieriger, fand ich persönlich. Ja, muss ich 2 nehmen, weil ich hätte auch 15 nehmen können. Oh, ich habe jetzt den anderen gleich mitgenommen.
Also ich hätte auch sehr viel mehr nehmen können. Ich habe jetzt mich auf zwei runtergedampft, weil ich konnte nicht die Indiana Jones Filme rausziehen. Also die hätte ich auch Ja. nehmen können. Ich hätte Tim und Struppi nehmen können. Ich habe jetzt Der Weiße Hai und Schindlers Liste. Der Weiße Hai, weil es großartiges Terrorkino ist, auch heute noch und mir immer noch Angst macht. Und Schindlers Liste, weil man dabei sehr herrlich weinen kann, wie traurig das alles ist. So, bei Steven Spielberg, ja, hätte ich auch so viele nehmen können. Was ich nicht genommen Und habe, am meisten ist hätte der man Weiße Hai, genau. nehmen können von seinem mexikanischen Zwillingsbruder, Señor Spielbergo. Ja, genau. Falls ihr euch Ich erinnert. habe jetzt zwei Filme genommen. Einen aus der Kindheit, der mich da wirklich, den habe ich ja zuerst schon genannt, den ich auch gerne und oft gesehen habe, und zwar Hook. Ich weiß, es gibt vielleicht bessere von Steven Spielberg, aber ich fand den richtig, richtig, richtig toll als Kind und gucke den mir heute auch immer noch sehr gerne an. Schöne Bilder sind es auch noch ganz nebenbei. Schöne Welt vor allem. Also, wollte als Kind auf jeden Fall gern drin leben. Und dann das komplette Gegenteil. Da wolltest du Und auch drin leben in der aber auch Welt? der war wirklich, finde ich, gut inszeniert und gut gemacht und hat ja auch Oscars bekommen und so weiter. Und so fort. Der Soldat James Ryan. Den habe ich auch jetzt schon mehrmals gesehen und hat mich immer gut unterhalten, Und das daher. als großer Matt Damon-Fan. Ja, genau. Das ist dein Film. Ja, ich hätte auch E.T. nehmen können und was auch immer. Also, der hat ja so viele Ja, gemacht. das ist erschreckend, Der, ne? also, das war Indiana Jones wirklich. allein, das sind schon drei Genau, Hammerfilme. Indiana Jones und. Das war wirklich schwer. Also, die anderen, also Quentin Tarantino war auch irgendwie schwer. Aber die anderen drei Na waren gut, dass mir wir zu den einen, mehr. den wir hier auch haben, nicht runtergeholt haben. Ist ja egal. Aber wie gesagt, Quentin Tarantino und Steven Spielberg waren dann schon schwer. Aber die anderen interessieren mich eigentlich vom Regie her weniger. Die Filme gucke ich mir schon gerne mal an, aber. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie sage, der neue Roland Emmerich kommt oder. Michael Bay hat wieder einen Film draußen. Peter Jackson, na gut, er hat halt mit Herr der Ringe jetzt Und Robert. und Hobbit schon halt viel Zeit geopfert dafür und dadurch mich nicht unbedingt erreicht vielleicht, aber nun gut. Weitermachen. Ich muss bald zur Arbeit. Deswegen gucke ich mal zur Uhr, nicht wundern. nächste Frage, es wäre hier die sechste. Welcher Film hat dich dieses Jahr im Kino am meisten überrascht? Ja, wir waren zweimal im Kino. Und die haben uns beide Und überrascht. die haben uns beide super überrascht, deswegen müssen wir zwei nennen, und zwar Interstellar und Guardians of the Galaxy. Beide. Auf ihre Art richtig geil. Ja, Interstellar, da hat man ja gar nichts gewusst und gar nichts Da wollte man aber wollte auch man auch nichts nichts wissen. wissen und. Also, ich gehe auch an so einen Film ran, wenn ich nichts wissen darf, dann will ich das auch nicht wissen. So wie bei VHS, wenn ich da nicht wissen darf, worum es da geht, dann will ich das auch nicht wissen. Genau, Guardians of the Galaxy hat mich einfach so von Grund auf komplett überrascht und hätte nicht Da gedacht, wusste dass man der so so gut ungefähr, wird. Ich worum es weiß, auch da gibt geht. es viele Kritiker bei beiden Filmen, Oh aber ja. das waren unsere Aber Filme. das ist auch nur so dieses hier gegen den Hype schwimmen, um cool zu sein. Weil, wenn man es mal Manchmal hat man runterdampft, das muss Gefühl. man wirklich sagen, dass Guardians of the Galaxy fast perfekt war. Als Film. Ja, man muss das nicht sagen. Doch. Aber Der manchmal hat war, man das als Gefühl. Film hat er schon Na, wirklich es cool. gibt ja Und genug dann Leute, die gibt's aber einfach gar nichts Leute. mit Marvel zu tun haben. Nur es Ja, ist ja aber natürlich blöd, wenn wenn man die es sich dann dann mal sowas auch außerhalb angucken, von ne? Marvel sieht, dann war das eine wirklich gute erzählte Geschichte. Und dann muss man halt auch sagen, dann gibt es halt Leute, die sind halt prinzipiell gegen alles, was irgendwie geil ist. Dann gibt es aber auch zu Recht Filme, da ist man dagegen ist. Zum Beispiel Transformers 4, das ist ja wirklich der letzte Rotz. Da wird es aber Also, auch genug Leute geben, die dann ja, da gibt sagen, es auch was noch willst du mehr eigentlich, Leute, ja? die sagen, das ist geil. Ist geil. Aber Ich das. meine, es ist immer schwer zu sagen, zu Recht oder nicht zu Recht kritisieren, wie auch immer. Ich kann damit leben, wenn Manchmal ist Leute das es, aber aber manchmal fühlt sich das so an, so nach dem Motto, jetzt mögen das ja alle, jetzt mag ich es muss halt es ja schade. nicht. Ja, das ist wie Fight Club, Das da gibt es fühlt jetzt sich auch. manchmal so an, Ja, aber aber. es will denen niemand das Ja, aber unterstellen. da ist ja das beste Beispiel Fight Club, wo er einheitlich die Meinung ist, es ist ein Kultfilm, sehr gut erzählt. Da kommt er jetzt auch so, ja, so gut ist er ja gar nicht. Und das ist ja nur so, wird ja nur so gehypt, weil es ein kleiner Kultfilm ist. Ist ja bei vielen Kultfilmen so. Naja, aber Da fragt so, man sich, warum ist der ein Kultfilm? Ist doch eigentlich scheiße. da fängt das eigentlich an, dass man halt dagegen irgendwas sagt, nur um sich Aufmerksamkeit zu verschaffen. Ja, So, und machen welcher wir. hat uns enttäuscht? Ja, also im Kino habe ich ihn nicht gesehen, aber Transformers 4, da habe ich nicht viel erwartet. Da habe ich gute Action erwartet und selbst das habe ich nicht bekommen. Gott, wenn man es jetzt aus dem Kino rauslöst. Also ich gehe jetzt mal nach Filmen, die 2014 groß rauskamen, die ich Keine vielleicht Ahnung. gesehen habe.
Habe ich, wenn, habe ich ihn nicht. Ganz im Gegenteil, Filme, die mich, wo ich gedacht habe, na, wird Grütze, die haben mich dann sogar eher noch überrascht. Irgendwie. Sogar Sabotage. Ja, der war auch. Der hat mich insofern noch überrascht, weil ich dachte, er ist noch. Das ist so ein Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch-Ding. Ja, das ist aber nicht ist richtig geil, das also, ist nicht richtig scheiße. Ich würde da gar nicht weiter drauf eingehen, weil wir haben nur zwei Filme im Kino gesehen und die Frage bezieht sich auf Kino. Und deswegen machen wir weiter. Auf welchen Film freust du dich am meisten im Jahr 2015? Keinen, auf alle, was kommt. Avengers 2. Bin ich mal sehr gespannt. Ein bisschen fest an Furious 7, weil da habe ich jetzt gestern den neuen Trailer gesehen. Und ja, allein weil es Paul Walkers letzter Film ist, auch wenn ich kein Paul Walker-Fan bin, wird es trotzdem irgendwie komisch werden und wahrscheinlich ein guter Film. Ja, Star Wars 7 nennt wahrscheinlich auch jeder, weil das wird wahrscheinlich entweder richtig genial oder es wird die größte Kacke der Welt. Aber nach dem ersten Teaser-Trailer bin ich mal positiv gespannt, sage ich mal. Bin auch so ein bisschen gehypt. Ich habe ja nicht viel erwartet am Anfang, da ich mir dachte so, naja. Aber es sieht doch ganz nett aus. Was kommt denn noch so dieses Jahr? Ist mir eigentlich alles egal. Ich freue mich, was da kommt. Was kommt denn noch? Birdman. Birdman jetzt. Mockingjay Teil 2. Ja, auch so ein bisschen. Ja, aber erstmal auf den ersten, weil den haben wir auch noch nicht geguckt. Ja, wir haben gestern den zweiten gesehen. Von zu Ende gesehen. Hunger Games Kitchen Fire. Ja, so ein bisschen freut man sich da auch, weil dann ist es endlich vorbei. Ja, genau. Naja, Birdman halt, ne? Kommt der jetzt demnächst ins Kino? Ja, ich freue mich, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, darauf freue ich mich jetzt schon so, und dann kommt das endlich. Ich weiß doch gar nicht, was als rauskommt. Also, wenn es kommt, dann kommt es, und wenn es nicht kommt, dann ist halt so. Ja gut, Ant-Man noch, ne? Als das nächste Marvel-Ding. Ja, es ist mir egal, kommt und es kommt nicht. Ne? Wenn es jetzt dieses Jahr kommt, kommt es dieses Jahr, ansonsten nächstes Jahr. Da bin ich relativ. Also wenn ich jetzt wüsste, wann der neue James Bond kommt. Dann ich freue mich, wenn ich sehe, in zwei Wochen geht's los, aber ich muss jetzt nicht, ich sitze jetzt nicht schon und denke mir so, der Avenger kommt jetzt endlich hier, Teil 2 im Film. Ja, im Kino. Kommt ja, ich freue mich auf diesen Film, Ende klar, April. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt so es nicht abwarten kann, dass ich immer da sitze noch so viele Tage. Nicht wirklich, also mir geht's auch so, dass ich meistens gar nicht weiß, wann die jetzt kommen. Ich freue mich eher auf die VÖs, die denn kommen. Aber auch da habe ich jetzt keine konkrete. Ich freue mich, wenn Avengers dieses Jahr irgendwann auf DVD oder Blu-ray, besser gesagt dann Blu-ray. Ja, zu Weihnachten wird, ne? Wahrscheinlich. Und das ist so. So Ende Sommer. Kino gehen wir eh nicht so oft mittlerweile und das ist. Aber ey, es gibt dieses Jahr sehr viele Filme, wo man ins Kino gehen gab müsste. Gab letztes Jahr auch, aber wir haben es nicht geschafft, ne? Das ist ja immer dann so. Wir einfach mal alleine ins Kino gehen. Wäre ich ja bei Star Wars eh, weil du sagst, das ist dir zu doof. Du kannst mich gerne einladen, ich komm mit. Wenn du mir die Kinokarte kaufst, komm mit. Ja, aber dann müsstest du ja erstmal die ersten mindestens 4 bis 6 gucken, weil darauf baut es ja auf. Machen wir weiter. Besitzt du Poster, Flaggen etc. von Filmen? Ja. Wenn ja, welche? Wir haben zwei Poster hier. Wir haben Poster. Nee, drei. Aber wir haben jetzt Guardians of the Galaxy Poster und Lucy Poster zum Beispiel. Wir haben ein Guardians of the Galaxy Poster, wir haben ein Lucy Poster, wir haben ein Iron Man 3 Poster, ich habe ein Spiel mir das Lied vom Tod Poster, Transformers, Cloverfield. Wir sind jetzt nicht so scharf auf Poster und die hängen jetzt nicht also hier. Cloverfield, Spiel mir das Lied vom Tod und Transformers waren halt in den Steelbooks mit drin. Genau. Ja, okay. Davon gehe ich jetzt nicht aus. Ey, da habe ich Film? Auch noch welche. Nein, das sind Filmposter. Wir haben jetzt hier, wir kaufen uns keine Poster oder Flaggen oder sonst was. Da steht besitzt. Ja, natürlich besitzt man irgendwelche Poster, allein schon durch die Steelbooks oder weil man die mal hinterhergeschmissen hat. Kann man bekommt. Das doch mal. Aber wir haben die jetzt hier nicht hängen oder so. Ne? Also wir werden sie aber demnächst mal aufhängen, ein paar davon. Wo im Keller? Nö, an die Türen, weil so schick sind die nicht. Nein, also. Und wenn da zum Beispiel an unserer Schlafzimmertür, wenn wir auf der Couch sitzen, ein schickes Filmposter hängen, hat man auch einen besseren Hintergrund schon. Ja, das ist wahr. Aber ich habe derzeit kein Poster, wo ich sage, das würde ich gerne aufhängen. Vielleicht noch Lucy, aber das ist auch so ein Werbeposter. Also, jedes Poster ist ein Werbeposter. Nein, wenn man sich eins richtig kauft. Da steht mir so viel Schnicki-Zeugs drauf, was ich nicht brauche. Aber jedes Poster ist Werbung. Nein, wenn du dir jetzt irgendwo im Mediamarkt oder Saturn ein Poster kaufst, dann ist dann halt nur der Name des Films drauf. Ja, aber das ist ja auch Werbung. Ich rede jetzt auch von jetzt auf DVD, auf Blu-ray oder sonst was. Und so ein Scheiß steht da drauf. Und das finde ich halt immer nicht so schön. Ist halt aber,
Dann lieber so ein Steelbook-Poster, wie du halt hast, weil da ist ja nur der Name drauf. Das finde ich viel schöner. Entschuldigung, ich bin gerade ein wenig müde geworden. Dann wird sie zickig. Ich bin ein bisschen zickig gereizt gewesen gerade. Tut mir leid, ich werde jetzt wieder besser. Blu-ray oder DVD? Beides. Haben wir schon beantwortet, Blu-ray. Oder beides. Weil wenn du dir Serie noch DVD kaufst, dann hast du ja auch DVDs. Ja, aber wenn man sich jetzt für ein Medium entscheiden muss, dann ist es Blu-ray. Aber beides haben wir natürlich zu Hause stehen und kaufen wir auch noch. Aber wenn es jetzt darum geht, was das Lieblingsmedium ist. Also ich sag beides, weil ich sammle beides. Ja, die Frage ist ja so zu verstehen, ne? Was sammelst du? Naja, aber also da steht Blu-ray oder DVD und deswegen beides, weil ich beides kaufe. Muss ich auch beides sagen. Weil ich gehe jetzt nicht danach, was habe ich lieber, weil das kann ich auch nicht beantworten, was mir jetzt lieber ist. Das ist ja im Prinzip ist mir scheißegal. Hauptsache, ich habe den Film. Ich will ihn in einer guten Qualität haben und wenn es ihn nur auf DVD gibt, dann kaufe ich ihn nur auf DVD und wenn es ihn auf Blu-ray und DVD gibt, dann kaufe ich mir auch Blu-ray. Aber das ist beides halt. Finde ich. So. Es ist auf jeden Fall über eine Stunde. Hat mal wieder Spaß gemacht. Zum Schluss wurde ich ein bisschen müde, wie gesagt. Uiuiui. Und dann wird es immer zickig. Ja. Das geht jetzt nicht gegen euch oder gegen mich, das ist einfach so. Also zum großen Teil jetzt gegen mich. Ich war ein wenig schnippisch eben zum Schluss. Naja, schnippisch, ja, was zickig. Nein, ich muss noch arbeiten. Das No Country for Old Men, das ist auch ein genau, Poster. Ja, ich habe auch. Nein. Ich bin halt nicht so ein. Also ich brauche nicht unbedingt Poster. So, ich brauche nicht, aber ich nehme es mit, wenn es der Typ. Jetzt ja auch Iron Man 3 Poster hast du ja auch mitbekommen, als du es gekauft hast. Genau. Und oder hast sogar nachgefragt, glaube ich, weil du gewusst hast, dass es das gibt. Genau. Gut, machen wir an dieser Stelle Schluss. Ich hoffe, es war nicht schlimm, dass wir die jetzt so kuddelbuddel durcheinander gemacht haben. Halt oder zusammengeworfen haben. Wir wollten jetzt einfach nicht zwei Videos machen. Wir wollten nicht für Blu-ray Sammler One jeder einzelnen Filmsammler Tech beantworten. Ja, genau, hätten wir auch machen können, aber ich glaube, so ist es einfach am besten. Und alles einmal gebündelt vor allem. Und die Fragen waren ja auch interessant. Gar keine Frage. Aber ich muss erstmal kurz auf diese Klingel zurückkommen. Der klingelt bei uns, um uns dann zu sagen, hat sie erledigt. Ja, ich glaube, es war irgend so ein Bote. Das macht doch gar keinen Sinn. Warum klingelt, wenn sie es erledigt hat? Warum klingelt er dann? Da hat jemand aufgemacht. Das ist doch bescheuert. Anscheinend wollte der, ich denke mal, bei uns noch einfach was abgeben. Das war bescheuert. Das tut uns übrigens auch leid. Da können wir jetzt nicht für hätten schneiden können, aber nö. Bei uns ist unsinnig. Wir hätten schneiden können, ja. Wir müssen jetzt eh zusammenschneiden. Ich hoffe, ihr seht das eh nicht alles doppelt und dreifach. Würde mich interessieren, haben wir das alles doppelt und dreifach? Weil der Marco hatte uns ja sowas geschrieben. Wenn euch auch schon sowas aufgefallen ist, dass irgendwie in einem Video, was sich wiederholt hat, dann oder am Ende nochmal was kommt, was da nicht genau, gehört. Dann schreibt uns das ruhig, weil wir haben leichte Probleme mit unserem Schnittprogramm. Was nicht Existenz ist. Was kein wirkliches Schnittprogramm ist. Und wir haben ein nicht existierendes Schnittprogramm. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt irgendwie vielleicht irgendwie. Ist auch egal. Und wer eine Empfehlung für ein Schnittprogramm hat für unter 100 Euro, der kann es ja mal in die Kommentare schreiben. Ja, das ist echt was wir uns dieses Jahr. Hier, war noch eine Frage. Was kommt in diesem Jahr als nächstes? Na, hoffentlich ein ordentliches Schnittprogramm. Thorsten nimmt ja eins, was im Angebot immer so 50, 60 Euro noch ja, kostet. Ja, müssen wir mal gucken. Irgendwie müssen wir uns das auch ich meine, ich würde gar nicht viel schneiden wollen, weil ich... ja, aber so ein bisschen so, Effekte wäre ja nicht schlecht. Manchmal wäre das schon nicht verkehrt. Hätte man zum Beispiel das Klingeln ganz locker und leicht rausschneiden können. Zum aber, Beispiel. Nun gut. Das war's für heute. Das Video ist wahrscheinlich, wenn ihr es guckt, eh schon ein paar Tage wieder alt, weil wir noch andere Sachen vorher hochgeladen haben. Ich bin müde, ich muss jetzt aufhören. Du machst aus. Nee, dann fällt's ja hin. Also machst du aus. Okay. Bis dann, auf Wiedersehen. Wuhu.